So, ja, ein weiteres Projekt, was aus einer irren Podcast-Idee heraus entstanden ist. Bist du soweit? Genau, ich bin soweit. Dann geht's los. Genau, Studio Link. So, erstmal, was ist Studio Link? Ich hatte es gestern ja schon mal kurz angekündigt in meiner Vorstellung. Ich versuche halt Mumble oder Skype, das heißt also Gespräche, die übers Internet geführt werden, ja, im Moment in der Hardware-Lösung und vielleicht, da komme ich gleich nochmal zu, auch das nochmal ein bisschen zu erweitern, halt angenehmer zu gestalten, dass man einfacher Gespräche halt auch mit externen Menschen, die halt jetzt nicht vor Ort sein können, führen kann in einem Podcast. Dazu vielleicht mal gleich die Frage, wie schaut es denn aus? Wer benutzt denn zum Beispiel Skype oder Mumble, um jetzt wirklich Podcasts aufzunehmen? Das ist schon relativ viel. Okay, das ist die gleiche Menge, fast. Okay, dann also ist das Projekt doch. Okay, ja gut, es gibt natürlich da immer viele Problemfälle, die ich dann auch nicht lösen kann, wenn natürlich die Netzwerkverbindung nicht funktioniert, aber da gibt es auch Ansätze, wie man das natürlich schon ein bisschen, dass man hinterher trotzdem noch Content rausbekommt, der vielleicht trotzdem noch gut klingt, aber vielleicht dann jetzt im Gespräch nicht selber so gut war. Genau, also der aktuelle Stand ist jetzt, dass halt, ja, es ist alles Open Source, es ist Hardware und Software, ist also komplett offen. Das Ganze läuft über Voice-over-IP mit ZIP. Das hat den Vorteil, dass das jetzt also keine Lösung ist, die ich mir erdacht habe und ich bin mit der ganzen Außenwelt nicht kompatibel, sondern wir können halt wirklich, oder ihr könnt dann auch wirklich auch zum Beispiel bei Zipgate oder anderen Providern euch einen ganz normalen Zip-Account benutzen, wenn ich jetzt mal keine Lust mehr habe, das weiter zu betreiben oder sowas. Das heißt, die Lösung kann dann auch von euch weiter betrieben werden. Denn im Moment ist es so, ich stelle auch nochmal so ein Backend bereit im Hintergrund, wo dann halt auch diese ganze NAT-Umgehung und wenn das nicht läuft oder so, dann auch gehandelt wird im Background. Weil ansonsten ist das mit ZIP, wer da schon mal Erfahrungen gemacht hat, doch tendenziell eher immer ein bisschen schwierig. Ja, das Ganze läuft über Opus, wie beim Mumble auch. Das Schöne am Opus ist halt, das ist ein Codec, der halt auch wirklich von der Bandbreite her groß aufgezogen werden kann, verkleinert werden kann und die Qualität ist trotzdem noch einigermaßen in Ordnung. Genau, dann ja, Updates laufen, also es ist die kleine Hardwarebox, ich habe sie jetzt ganz vergessen mitzunehmen, die auf dem ersten Bildschirm hatten wir sie ja noch gerade, aber die ein oder andere haben es ja gestern auch schon gesehen. Das heißt also, wie gesagt, das ist im Moment eine Hardwarebox, wo man quasi dann Netzwerkkabel rein auf der anderen Seite, das sieht man jetzt auf dem Bild nicht, ist ein USB-Anschluss, wo man sein Audiogerät anschließen kann und dann soll es eigentlich auch schon direkt losgehen. Ja, also das Ganze wird dann über ein Webinterface bedient, was auch responsive ist, so dass man das auch auf dem Handy benutzen kann. Das heißt also, wenn man jetzt keinen PC mitschleppen will, kann man das auch dann theoretisch komplett über sein Smartphone bedienen. Ja, IPv6, das war, da das ja von Tim ein angeregtes Projekt ist und wer Tim kennt, ist natürlich IPv6 und Zukunft auch immer ganz wichtig und das war von Anfang an dabei. Das heißt, wenn IPv6 dann mal wirklich ausgerollt ist, dann entfällt auch diese ganze NAT-Problematik hoffentlich, wenn da nicht irgendwer dann doch noch wieder IPv6 unter, also NAT unter IPv6 macht, aber hoffen wir es mal nicht. Genau. Worum ich mich jetzt gekümmert habe das letzte halbe Jahr, war eigentlich die Migration auf Jack. Vielleicht dem einen oder anderen Begriff, das ist eine Audio-Routing-Software, die eigentlich schon vieles richtig macht. Allerdings, ja, von der Software, wer es schon mal benutzt hat, also echt grausame Oberflächen mitliefert, die also dann so ähnlich wie bei Ultraschall und Reaper dann so erstmal das erste Bedürfnis auslösen, ist dann wieder zu schließen. Und dann halt, jetzt versuche ich halt da auch wirklich nur Oberfläche zu schaffen, so ähnlich wie Ralf das dann gelöst hat, dass man halt diesen tollen, also Jack ist von der Audio-Software und Qualität intern im Code ziemlich gut. Also die machen wirklich viel richtig, was Audio angeht und es wird ja auch sehr professionell genutzt. Nur halt, ja, ich sag mal, ich
wahrscheinlich sind, anscheinend sind Musiker leidenschaftsfähiger wie Podcaster wahrscheinlich oder andere Menschen. Ich weiß es nicht. Zumindest ist das immer sehr schlimm. Genau, die Hauptgründe waren auch Latenz und Routing, weil mit Jack kann man auch sehr schön Latenzen sehr gering bekommen, weil man muss sich immer überlegen, bei so einem System entstehen halt an den unterschiedlichsten Stellen Latenzen, sei das jetzt das Audiogerät über USB, welche Buffergrößen ich da einstelle und so weiter und so fort. Und der Vorteil von so einer Hardwarelösung ist natürlich, ich kann das alles schon mal so weit aufeinander abstimmen, so dass man sich selber damit auch gar nicht mehr auseinandersetzen muss. Beziehungsweise wenn man einen Gesprächspartner hat, dem man jetzt einfach nur quasi so ein Päckchen schicken möchte, wo dann auch schon alles drin ist, dass der es nur noch anschließen muss und sich auch um nichts kümmern muss. Das ist eigentlich so der Hintergrund, um das dann auch einfacher zu machen. Ja, Routing ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil das habe ich auch sehr häufig schon gehört, dass halt viele das Problem haben, dann auch Audiokanäle miteinander zu verbinden. Das ist bei Skype und Mumble ja auch teilweise nicht so schön gelöst, wie es sein könnte. Und das ist bei mir also komplett flexibel, auch jetzt mit Jack, so dass man das verbinden kann, wie man will. Da kann ich jetzt auch mal gerade gucken, ob ich das gerade eine Demo kriege. So, das heißt also, es sieht im Moment, also das ist jetzt mal kurz das Webinterface, wie es aktuell ist. Zum letzten Mal hat sich da jetzt nur ein bisschen was getan, weil ich noch ein paar Funktionen einbauen muss, aber ein Punkt ist zum Beispiel jetzt das Routing. Und im Moment ist es noch so eine einfache Routing-Matrix, wo man jetzt also quasi jeden Kanal miteinander verbinden kann. Das sind jetzt also hier die Eingänge und das sind die Ausgänge. Ja. Warte mal. Upp. Kenne deinen Rechner. Warte mal. Ja, ich suche gerade das Plus. Warum finde ich das Plus nicht da? So. Gut. Genau. Also das ist jetzt groß genug. Ja. Genau. Und das ist dann diese Flexibilität, die man machen kann. Also hier sieht man jetzt noch nicht den Audioeingang, den man hätte, wenn man jetzt ein Gespräch führt. Das ist so ein bisschen Jack-bedingt, da meistens die Ports erst auftauchen, wenn das Audio in Benutzung ist. Das hat auch einen Grund, also das ist kein Bug, sondern ein Feature, wie es so schön heißt, weil dann auch Jack gar nicht belastet wird mit irgendwelchem Audio-Processing, wenn der Treiber das gar nicht im Moment zur Verfügung stellen will. Da kommen dann halt auch noch solche Presets-Möglichkeiten auch noch dazu, dass man also das einmal konfiguriert und dann auch wieder vergisst, dass es das eigentlich sozusagen gibt. Beziehungsweise ich werde dann auch noch eine Standardeinstellung machen, so dass es, wenn man jetzt ein normales USB-Audio-Device benutzt, dass man sich da jetzt auch keine Gedanken machen drum muss. Genau, beziehungsweise diese Oberfläche werde ich wahrscheinlich, wenn ich noch mal ein bisschen Zeit finde, noch mal ein bisschen hübscher machen. Das heißt, dass man also wirklich so schön in JavaScript Kabel ziehen kann oder sowas. Das wäre auch noch mal so eine Idee, an der ich dann arbeiten werde. So, jetzt wieder zurück zur Präsentation. Ups. Genau. So, dann etwas, was mich auch noch die letzten 6 Monate so beschäftigt hat, das war USB-Audio-Client. Das heißt also, es ist auch so ein OTG-Port an dem Gerät dran, worüber sich das Gerät selber auch nochmal als USB-Audio-Device an einem Rechner zum Beispiel melden kann. Das hat den Vorteil, dass man dann natürlich auch in Reaper wieder ganz normal aufnehmen kann, als Aggregated Device zum Beispiel dann das Ganze auch mit aufnimmt in sein Setup. Da hat mir der Daniel Mack doch ganz gut zur Seite gestanden. Der ist auch im CAE, da ist auch ein Flatter-Button. Also wer da dann davon profitiert, dann gerne ihn auch mal flattern. Das war also wirklich toll. Wir haben das also im Kernel auch so weit upstream bekommen, so dass also quasi jedes Embedded Device, was einen OTG-Port hat, auch mittlerweile jetzt gutes Audio über dieses Gerät zur Verfügung stellen kann. Genau.
Und dann ist noch jetzt hinzugekommen, Aufzeichnungen auf die SD-Karte. Das muss nur noch ins Webinterface wandern. Das ist aber soweit schon eigentlich ziemlich gut. Das hat halt alles zusammengehangen. Wenn man jetzt auf Jack umstellt, das ist quasi diese Core-Library, also wie Core-Audio jetzt unter Mac, muss man sich das vorstellen. Da hängt natürlich alles dran. Ansonsten müsste man das irgendwie doppelt entwickeln. Deswegen, seitdem dieser Grundstein mit Jack gefallen ist, purzeln jetzt also die Features auch nacheinander endlich rein, die geplant waren. So, dann mal, also jetzt habe ich hier noch Roadmap Software, das ist aber Roadmap Software und Hardware. Genau, dann ist Ralf das letzte Mal auf mich zugekommen und, wie hat er so schön gesagt, hat mir ins Gesicht gespuckt. So schlimm fand ich das jetzt aber nicht. Er hätte es doch gerne in Software. Und ich habe mir dann sehr viel Gedanken gemacht, wie ich das denn lösen kann. Im Moment bin ich ja alleine an dem Projekt. Das heißt, jetzt irgendwie für jede, für Windows, für Linux und für Mac jetzt auch noch eine Desktop-Application zu schreiben, ist doch sehr aufwendig. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass Bearzip, das ist also die Library, die ich im Hintergrund verwende, schon Cross-Plattform ist. Also die läuft auch auf Unix-Systemen und alles. Und die wird auch teilweise auf irgendwelchen Routern, kann man sich die sogar installieren, weil die wirklich sehr leichtgewichtig ist. Und sie bietet auch schon die Anbindung an Core-Audio, also an alle Audiotreiber, die man sich so vorstellen kann. Sodass also im Endeffekt eigentlich nur noch das Frontend fehlt. Und deswegen werde ich jetzt als nächsten Schritt halt das Ganze als eine sogenannte Single-Page-Web-App konstruieren, die im Hintergrund mit WebSockets läuft, um jetzt nochmal ein paar ganz viele Fachbegriffe hoch zu befördern. Das heißt im Endeffekt, man kann das Ganze als Software installieren, bedient die Software dann über den Browser, hat für mich den Vorteil, ich schreibe einmal den Code oder mache irgendwo Änderungen und auf allen Plattformen steht das gleichzeitig zur Verfügung. Das ist zum Beispiel für den Fall ganz interessant, wenn man jetzt selber sich nicht so ein Gerät hinsetzen will oder man wirklich alles nur auf seinem Rechner haben will, dann kann man also auch, so wie man Skype benutzt oder Mumble, als Desktop-Applikation auch dann in Zukunft hoffentlich Studio Link auch in Software benutzen auf seinem Rechner. Und genau, das wäre so der Hintergrund dazu. Dann gibt es noch... Also wir haben gestern sehr schönen Fortschritt gemacht. Also wir haben es gestern mal auf dem Mac soweit zum einfach mal Proof of Concept gemacht und es lief schon mal ziemlich gut durch. Also auch mein Jack-Treiber, den ich geschrieben habe, der läuft unter Mac auch. Core Audio habe ich gestern nicht getestet, aber da weiß ich von der Entwicklerseite, dass das auch funktioniert. Also insofern hängt das jetzt eigentlich wirklich nur noch von der Applikation ab und ich werde wahrscheinlich dann Angular benutzen. Also wenn da jemand sagt, er ist jetzt hat noch ein bisschen Zeit und JavaScript-affin und will mal eine coole App bauen, die halt wirklich nach einem guten Messenger, also App-Messenger könnte man über Zip dann auch bauen, der nehme ich gerne Hilfe an. Das ist eigentlich der größte Part, der dann ausstehen würde. Das zu schreiben. Und wie gesagt, es wäre Cross-Plattform in dem Moment und man könnte es dann vielleicht sogar überlegen, das sogar auf mobile Geräte zu bringen. Da müsste man mal schauen, weil die Library ist auch auf mobilen Geräten verfügbar. Aber das ist noch nicht so der direkte Anwendungszweck, den ich da jetzt sehe. Aber ja, aber ich denke mal so, die nächsten 6 Monate müsste man mal schauen, was da passiert. Ja, dann VU-Meter, dass man halt auch die Level- und die Pegelausschläge sieht. Gerade mit der Aufzeichnung, ob wirklich was auf der Karte landet, ist das ja immer ein ganz guter Hinweis, hat man sich beim Routing vertan oder so. Das soll auch noch mit reinkommen. Und gerade mit diesen Websockets, das ist halt so eine Realtime-API, dass man auch Rückmeldung an den Browser bekommt, relativ zügig. Das ist eigentlich auch so ein Thema, dass man da das auch noch mit integriert bekommt. Ja, dann auch Streaming. Das heißt also, wenn man so ein Icecast oder über Xenem schon angebunden ist, dann kann man das dann, soll das auch mit auf das Gerät wandern, dass man auch das Ganze nochmal als Streaming-Client benutzen kann. Das kann entweder Standalone sein, das heißt also, man benutzt den ganzen Voice-over-IP-Kram nicht, sondern schickt einfach über das USB-Audio dann seine Sachen raus oder nutzt es zusätzlich. Also das ist alles denkbar. Dann, was Tim mir dann im Dezember letzten Jahres mal so angetan hat, war, dass der NACIP-Standard,
Das ist eigentlich ganz interessant, weil die benutzen im Hintergrund auch nur Voice-over-IP. Das sind also die Rundfunkanstalten wie ZDF, ARD und so weiter und alle kleineren, die da sich drum versammeln, europaweit. Und da gibt es einen offenen Standard, den man unterstützen kann. Da sind wir eigentlich, also ich decke den mit BearZip schon zu 80-90% ab. Da gibt es dann halt nur so ein paar Kleinigkeiten, die man dann noch ändern muss. Ein paar Codecs müsste man sich nochmal anschauen. Das ist aber dann, sage ich mal, wenn der Rest soweit steht, dann also eher eine Kleinigkeit. Aber wie gesagt, ganz interessant, wer da irgendwie Verbindungen hat und irgendwie mal mit einem Rundfunkanstalt zu tun hat und sich dagegen connecten will, dann muss er jetzt nicht unbedingt da ein teures Gerät kaufen, sondern kann sich halt auch so ein Studio Link zulegen. Ja, was dann im Bereich Hardware noch dazukommen soll, das habe ich dann auch noch irgendwann vor, das ist dann halt wirklich das quasi nochmal in die Hardware das komplette Audio wandern soll und diese USB-Audio-Schnittstelle, die prinzipiell auch immer manchmal fragil sein kann, auch gerade was Latenzen angeht, einfach dann direkt zu erschlagen. Und dann XLR-Phantomspeisung Headphones über ein Adapterkabel dann einfach direkt rausführt. Ein Vorteil ist jetzt natürlich, man kann das Ganze dann auch sogar, da ja USB-Audio wieder rausfällt, sogar als Ersatz für einen Focusrite oder so dann sich denken, weil die Latenzen dann auch relativ gut sein können. Dann kann man da auch noch ein bisschen weiterspinnen. Also das BeagleBone, was ich im Einsatz hat, das hat auch zwei Co-Prozessoren. Darüber könnte man sogar DSP-Effekte eventuell programmieren, die dann, was weiß ich, jetzt ein Kompressor oder ein Equalizer in Realtime halt auch bieten. So, genau, dann wäre ich auch schon soweit durch. Fragen? Du hast gesagt, dass die Software, der Software-Client oder Software-Seite wird in ein paar Monaten zur Verfügung stehen. Wenn ich hinreichend schmerzfrei bin, dann müsste ich mich doch eigentlich jetzt schon mit jeder SIP-Software da auf der anderen Seite dran heften können. Genau, klar, das geht immer. Das geht natürlich immer. Also der müsste dann im Idealfall Opus unterstützen können, wenn man da wirklich alles benutzen will. Dann ist nur die Frage, hat dieser andere SIP-Client auch eine gute NAT-Umgehung? Das ist manchmal ein bisschen tricky, da muss man sehr viel konfigurieren, aber wenn man da schmerzbefreit ist, dann kann man das auch schon machen, natürlich, ja. Schmerzbefreit, ne? Der macht das. Okay. Weitere Fragen? Erstmal nicht. Da hinten. Ja, vielleicht nur das nochmal, um das nochmal hervorzuheben. Also durch diese Möglichkeit, das per USB-Device anzuschließen, nehmen wir uns im Prinzip diesen ganzen Schmerz von, wir müssen in Software-Routing irgendwie jetzt das Mumble- oder Skype-Signal in unser Reaper reinbekommen. Das hatten wir ja gestern ganz schön probiert. Du machst halt einfach so ein Aggregated Device mit deinem eigentlichen USB-Interface und eben diesem mit dieser kleinen Box. Und dann braucht man sich eben mit diesem ganzen Zeug, wo Ralf ja gerade schön drauf rumgehackt hat, wie schlimm das alles ist, nämlich zumindest da schon mal nicht mehr rumärgern, bis dann irgendwann mal dieses neue Routing innerhalb von Reaper dann direkt geht. Ja, aber das N-1 musst du trotzdem dann irgendwo konfigurieren. Ja gut, das kannst du ja in Reaper machen. Also diese N-1-Schaltung kriege ich ja auch in Reaper allein schon über das Patchfeld quasi hin. Aber an der Stelle ist es dann egal, ob du es in Hardware einschleifst oder in Software. Wenn du in Reaper die N-1-Schalte konfigurierst, ist es dann einfach wurscht. Ja, also du musst dir so oder so Gedanken machen, was geht in den Rückkanal von deinem Kopfhörer rein und was geht nach Skype raus. Da ist es an der Stelle exakt 0,0 Erleichterung, wenn du es in Hardware gegossen hast gegenüber in Software. Es ist genau dieselbe Schalte. Aber da hast du sie mal zwei. Einmal in Reaper und dann nochmal das Routing innerhalb von deinem eigentlichen Audiotreiber. Wie sieht denn das aus? Ist das jetzt immer eine Verbindung 1:1 oder 1:N? Also kann ich mehrere Gegenstellen mit einem Studio Link verknüpfen oder bräuchte ich dann quasi mehrere Devices? Also du brauchst dann natürlich mehrere Devices, aber Konferenzen sind möglich. Also das ist im SIP ja auch soweit vorgesehen. Das geht bei meinem Server dann auch.
sodass man darüber auch Konferenzen dann abbilden kann. Ja, aber du brauchst dann bei jedem Teilnehmer genau ein Device. Du brauchst nicht bei allen Teilnehmern ein Device und in der Zentrale bei dir N Devices. Nein, nein, also das läuft über einen Server, das ist dann ganz normal, also da tut sich dann auch nicht mehr viel. Also das, ich betreibe halt einen Server, der eigentlich versucht, das Ganze direkt zu routen, aber spätestens bei Konferenzen hast du natürlich nicht mehr die Möglichkeit, weil dann musst du natürlich einen auswählen, der quasi die anderen Verbindungen managt. Das ist aber kein Problem. Also das ist in SIP auch soweit schon. Also wenn ihr heute Konferenzen macht, nutzt ihr wahrscheinlich schon dieses Feature, ohne es zu wissen, weil die Provider ja heutzutage auch alles auf SIP umstellen. Wir stellen fest, keine Fragen mehr. Gut. Vielen Dank, Sebastian. Ja.